Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Folge Urgeschmack TV. Heute gibt es auch wieder einen Buchtipp, denn es ist ja immer noch Frühling und das Wetter, ja, ist sehr schön und da gibt es viel Zeit, die man im Garten verbringen kann. Heute geht es um dieses Buch, Creating a Forest Garden von Martin Crawford. Beim letzten Mal hatte ich ein Buch vorgestellt, das hieß How to Grow More Vegetables, also wie baut man mehr Gemüse an. Dann ging es konkret um eben Gemüse und Obst und Nüsse und so weiter als Nutzpflanzen, wie man den Ertrag optimiert. Dieser Ansatz hier, Creating a Forest Garden, ist ein Konzept oder eine Ausprägung der sogenannten Permakultur. Den Begriff hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Da geht es im Wesentlichen darum, nicht jedes Jahr alles neu zu pflanzen, nicht nur einjährige Pflanzen zu setzen sozusagen, sondern ein ganzes Ökosystem selbst aufzubauen und zusammenzubauen. Es geht sehr viel um die Beziehungen der Pflanzen und Tiere untereinander, wie die miteinander leben können, wie sie Nutzen voneinander ziehen können. Und dieses Buch beschreibt sehr ausführlich, wie man sowas aufbauen kann. Mehrere sehr, sehr grundlegende Konzepte, die sonst vielleicht bei vielen Kleingärtnern oder Gartenbesitzern nicht so im Kopf sind, die neu sind. Zum Beispiel wird der Garten nicht mehr zweidimensional betrachtet, also aus Draufsicht, wo man sagt, da die Karotten, da der Kohlrabi, hier vielleicht noch Bohnen und hier Spargel, sondern es wird dreidimensional betrachtet, denn so sieht die Welt nun mal aus. Es wird auch von der Seite gesehen, sozusagen in Schichten übereinander gedacht. Es gibt hohe Bäume, mittelhohe Bäume, es gibt Büsche und darunter gibt es dann eben Gräser und Kräuter. Da wird sehr viel Acht drauf gegeben, denn es gibt zum Beispiel Pflanzen, die mögen Sonne und es gibt Pflanzen, die mögen nicht so viel Sonne und es gibt auch Bäume mit den gleichen Vorlieben und man kann ja eine Pflanze unter einen Baum stellen, wenn sie nicht so viel Sonne mag zum Beispiel. Und so können die sich gegenseitig nutzen. Es gibt ja sehr viele schöne Illustrationen drin, ich blätter mal währenddessen drin rum. Abhängig davon, wie dicht das Blätterdach von einem Baum ist, ist es natürlich auch unterschiedlich feucht oder eben trocken unter einem Baum. Auch das ist eine Tatsache, die man in so ein Konzept mit einbeziehen kann und sollte. Das Problem in erster Linie ist ja bei so einem normalen Garten, das ist eine reine Grasfläche. Das ist komplett dicht mit Gras. Gras ist sehr mächtig, sehr geschickt darin, andere Pflanzen zu verdrängen und fernzuhalten. Dann wird das auch noch das ganze Jahr über womöglich gedüngt und gegossen, gesprengt. Gerade jetzt bei diesen eher trockenen Klimaphasen oder Wetterphasen. Dann wird auch noch regelmäßig gemäht. Also der Rasen wird gepflegt. Für mich persönlich ist das nichts. Jedem das seine, aber so ein gepflegter Rasen, den finde ich persönlich recht langweilig. Ich habe es da lieber etwas bunter. Das bin ich auch von meinem Elternhaus so gewohnt. Wir haben so eine kleine Wildnis immer im Garten gehabt. Und von selbst wird da also erstmal so nichts wachsen, wenn man ständig den Rasen pflegt. Das heißt, man muss auch mal eine Fläche frei bekommen. Aber dazu gleich später mehr. Der Grund, so eine Permakultur anzulegen, ist sehr vielfältig. Es kann einem einfach gefallen, ich hatte das gerade gesagt, so eine kleine Wildnis ist einfach eine schöne Sache. So eine Permakultur kann auch bei relativ geringer Größe ein eigenes Mikroklima bilden. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, man geht in diesen Garten hinein, in diesen kleinen Wald, diesen Waldgarten, wie es hier beschrieben oder genannt wird. Und vielleicht ist es darin 1 Grad wärmer oder eben kälter als drumherum, weil eben die Pflanzen, diese vielfältigen Pflanzen, ein eigenes Klima generieren. Wir haben, das Buch ist von einem Briten geschrieben, deswegen sieht man hier Großbritannien. Wir haben eine Klimaerwärmung, ob die durch den Menschen verursacht ist oder nicht, soll nicht Thema dieses Videos sein, da streiten sich immer noch die Fachleute. Ist auch nicht relevant. Es wird wärmer, wir haben eine jährliche Erhöhung der Temperatur zwischen 0,4 bis 2,1 Grad pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Und mit so einer Permakultur kann man das puffern, wenn man das möchte. Wenn wir mehr Pflanzen anbauen, dann können wir das Klima etwas besser im Griff halten. Das wäre ein Grund für so eine Permakultur. Man kann auch sagen, ich möchte einfach nicht so viel an meinem Garten machen. Ich möchte eben nicht jedes Jahr mein Beet neu anlegen und meinen Rasen mähen, sondern ich möchte ein funktionierendes Biosystem oder Ökosystem haben. Eine wichtige Sache an dieser Permakultur ist, sie hat nicht unbedingt immer die höchsten Erträge, wenn es um Obst und Gemüse geht. Das ist auch nicht, steht nicht im Fokus so einer Permakultur, sondern im Fokus steht ein gesundes Ökosystem. Man kann hohe Erträge bekommen. Aber es funktioniert nicht so, dass man einfach nur Apfelbäume oder nur Birnenbäume oder eben nur Obstbäume allgemein pflanzt, sondern man muss eben auch
wie ich anfangs sagte, Pflanzen setzen, die diesen Pflanzen wiederum nutzen und ihnen helfen. Hier ist eine dieser recht interessanten und schönen Illustrationen. Da sieht man, wie, was ich vorhin sagte, wie viel Regen eben durch so ein dichtes Blätterdach kommt oder eben nicht. Und hier direkt ein Bild, das klar macht, auch wenn es ein sehr einfacher Umstand ist, der da beschrieben wird, auf welcher Seite des Baumes mehr Regen ankommt, unterm Baum. Denn es gibt ja auch sowas wie Windrichtungen und vorwiegende Windrichtungen. Auch da kann man oder sollte man darauf achten. Das Buch ist auch wieder weitgehend geschrieben über Kompost, über Zusammensetzung von Kompost, über Dünger oder natürlichen Dünger, Stickstoff- und Kohlenstoffzusammensetzung. Da wird auch über menschlichen Urin gesprochen. Da sind pro einmal pinkeln gehen sozusagen 5,6 Gramm Stickstoff, die da der Mensch in die Toilette spült, die aber eigentlich recht wertvoll sind. Es ist ja auch genau ausgerechnet, welche Mengen benötigt werden. Beim menschlichen Urin wäre es zum Beispiel so, wenn man einmal die Woche unter seinen Apfelbaum pinkelt, dann ist der perfekt gedüngt. Ganz interessant. Muss man ja nicht machen, aber ich fand es sehr spannend, das so zu lesen. Geht natürlich dann auch um Hühnermist, um Kompost, Seegras als Dünger. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich denke auch, dass ich mich da irre. Ich hoffe es einfach. Genaue Zusammensetzung von Kompost, von die besten oder einige der besten Kompostmethoden sind beschrieben. Dann haben wir hier auch wieder die Wurzelverteilung, wie man Bodendecker einsetzt. Ne? Bodendecker einsetzt, um eben andere Pflanzen fernzuhalten. Und auch, wie man Bäume so setzt, dass sie den Stickstoff, der für kleinere Pflanzen vielleicht nicht zugänglich ist im Boden, aus dem Boden holen und dann aber durch das Laub, das sie im Herbst abwerfen, den Pflanzen auf dem Boden wieder zur Verfügung stellen. Das fand ich sehr spannend, da hatte ich so bisher noch nichts drüber gelesen. Sehr interessant. Denn natürlich haben die kleinen Pflanzen nicht so tiefgehende Wurzeln, können also an einige der Nährstoffe nicht herankommen. Dann ja, die Sache mit den Schatten und der Sonne, das hatte ich schon anfangs erwähnt. Ja, hier ist dann beschrieben, wie man so eine Grasfläche nämlich wegbekommt. Das wird in drei Phasen gemacht. Man deckt, also am normalen Garten, deckt man dann mit einer Plane zum Beispiel ein Stück Rasen ab, zum Beispiel 10 Quadratmeter oder auch 20, wenn man mutig ist und glaubt, man kann da viel Arbeit reinstecken. Und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später ist der Rasen sozusagen abgestorben. Dann nimmt man die Plane weg, setzt sie aufs nächste Stück und das so frei gewordene Stück kann man dann eben mit Kräutern, Büschen oder was auch immer bepflanzen. Wie das aussieht, sieht man dann hier. Das sind die einzelnen Stufen nacheinander, wie so eine ja, desertierte Fläche dann wieder grün wird. Finde ich sehr interessant und sehr schön. Erinnert mich auch ein bisschen an das Video, das ich hier mal vorgestellt hatte von Alan Savory. Da ging es darum, ob Rinderhaltung Ursache oder Lösung des Klimaproblems sind. Denn es wird ja der Rinderhaltung oder den Rinderhaltern vorgeworfen, sie würden zur Desertifizierung des Planeten beitragen. Alan Savory hat nachgewiesen, dass dem erstmal nicht so ist oder nicht so sein muss. Es kommt auf die Haltungsmethode an. Er hat da Wüstengebiete wieder begrünt dadurch, dass er Rinder draufgelassen hat nach einem bestimmten Schema und Muster. Denn durch ihren Kot können sie auch düngen. Bäume verpflanzen, das heißt Apfelbaum auf Birnbaum setzen oder wie auch immer kleine Bäume auf große Bäume, ist auch sehr mit verschiedenen Methoden sehr detailliert beschrieben. Sehr viele, im Prinzip das halbe Buch, widmet sich einzelnen Pflanzen, in welcher Klimazone sie am besten wachsen. Das hier ist ja wie gesagt für Großbritannien geschrieben, alles ein bisschen weiter nördlich als die meisten Gegenden Deutschlands. Und es gibt ja Apfelbäume zum Beispiel, die speziell für bestimmte Gegenden gezüchtet wurden, vor 100 Jahren beispielsweise, die jetzt in diesen Gegenden nicht mehr gut wachsen, weil einfach das Klima sich so stark verändert hat. Und entsprechend wird darauf eingegangen, damit man sich genau die richtige Apfelbaumsorte zum Beispiel aussuchen kann. Auch der Windschutz wird beschrieben, da haben wir wieder eine Illustration, wie man am besten die Bäume pflanzt, um die kleinen Pflanzen im Inneren zu schützen vor dem Wind, auch als Kälteschutz, denn kalte Luft fällt ja nach unten, weil sie schwerer ist. Wenn man jetzt an einem Hang sein Ökosystem aufbaut, dann kann man daran denken, eine Hecke zu pflanzen als Schutz vor der kalten Luft. Und hinter dieser Hecke kann man dann eben kälteempfindliche Pflanzen setzen, weil die kalte Luft da nicht so hinkommt. Sie fließt sozusagen drumherum. Das sieht man auf dieser Seite sehr schön. Das ist also auch wieder eine dieser Beziehungen von Pflanzen zueinander, die man so gut ausnutzen kann. Hier haben wir dann... Ich starte meine Seite auf. Ja.
ja, diese einzelnen Pflanzenbeschreibungen. Da steht dann, ob sie mehr Sonne oder mehr Schatten brauchen, was für eine Art Boden sie brauchen, wie ertragreich sie sind. Es geht weitestgehend um mehrjährige Pflanzen, wohlgemerkt. Ja, und natürlich, letztlich geht es um Lebensqualität. Und man möchte ja was von seinem Garten haben vielleicht, wenn man es im Garten macht. Das heißt, man möchte vielleicht auch mal in sich in diesen Garten setzen oder bewegen. Und dann ist eine Lichtung sehr hilfreich, aus verschiedenen Gründen. Die ist natürlich hier beschrieben und da steht dann auch, an welcher Seite, in welcher Himmelsrichtung, welche Baumgröße und Baumart stehen sollte, damit auch da wieder das Ökosystem am besten von dieser Lichtung profitiert. Denn das meiste Leben findet statt in den Grenzbereichen. Es gibt im Wesentlichen drei Landschaftsarten. Es gibt Wald, Wiese und Fluss oder See. Und das meiste Leben findet in den Grenzbereichen statt. Wenn man jetzt einen Wald neben einer Wiese hat, dann sind zum Beispiel Vögel, die wohnen im Wald, jetzt vereinfacht ausgedrückt, holen sie ihr Futter aber auf der Wiese. Eine Eule zum Beispiel kann ja auf der freien Wiese die Mäuse viel besser oder in viel größerer Zahl sehen. Im Grenzbereich zwischen Wiese und Fluss ist es auch so, am Fluss wird getrunken. Da ist also quasi der Treffpunkt. Und deswegen sind diese Grenzbereiche so wichtig. An der Hecke, selbst im kleinen Dorf, an einer Hecke findet wesentlich mehr Leben statt als eben auf der reinen, flachen Wiese. Und deswegen ist auch so eine Lichtung sehr wertvoll. Das ist ja auch alles sehr gut beschrieben. Wie man Wege anlegt, also auch sehr viel praktische, aber auch sehr viel theoretische Informationen. Ich kann das Buch sehr empfehlen allen Menschen, die keine Lust haben, jedes Jahr neue Pflanzen zu setzen, jedes Jahr ihren Kohlrabi meinetwegen auszusehen und umzusetzen. Ich hatte schon mal erwähnt, für mich persönlich ist das nichts. Das braucht doch so viel Arbeit. Kaninchenschutz zum Beispiel. Das braucht so viel Arbeit, das kann ich einfach nicht regelmäßig leisten. Und ich denke, wenn man sich so eine Permakultur aufbaut, so ein Ökosystem, wo man dann jedes Jahr ein bisschen durchgeht, vielleicht hier mal ein bisschen zurückschneidet und da mal was Neues setzt, das ist eine sehr spannende Sache und vor allem eine sehr bunte Sache. Es geht im Wesentlichen auch um Artenvielfalt, denn je mehr Pflanzen man selbst setzt, die hat man ja in gewissem Maß unter Kontrolle, desto mehr verschiedene Insekten und Tiere kommen auch Vögel, die natürlich sich dann von diesen Insekten ernähren, auch wieder eine dieser Beziehungen. Wer dann natürlich auch vorbeikommt, sind Kaninchen. Und hier ist ein Kaninchenschutzsystem beschrieben. Viele Menschen machen das so, dass sie ihren Zaun in den Boden graben, 20, 30 cm tief. Das ist gar nicht nötig. Was hier beschrieben wird, es wird eine Art, ja, ein Maschendraht auch genommen, aber der wird auf dem Boden einfach umgeknickt, 20 cm. Denn wenn das Kaninchen merkt, so steht es hier, dass es schon auf einem Gitter steht, dann wird es gar nicht erst graben. Es hat ja auch nicht den Horizont, dass es sagt, hey, ich grabe einfach vor diesem auf dem Boden gelegten Gitter einen 50 cm, 1 Meter langen Tunnel. Das ist ihm wahrscheinlich auch zu aufwendig. Schneckenkontrolle natürlich kann man auch durch Enten oder Hühner feststellen, denn an so einer Permakultur kann man natürlich auch Tiere direkt reinsetzen. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo jemand in seine Permakultur einfach frei im Garten, in so einem Wald, auch auf 4.000, 5.000 Quadratmetern seine Hühner setzt und von ihnen natürlich sich die Eier holt. Das ist dieses Buch, Creating a Forest Garden, von Martin Crawford. Ich kann es empfehlen, es ist nicht ganz billig, es kostet 30 bis 35 Euro, aber es ist sehr interessant. Ja, es ist auch wieder Englisch, nicht jeder liest gern Englisch. Es gibt auch einige wenige gute Bücher im Deutschen von Sepp Holzer. Ich glaube, das heißt einfach Sepp Holzers Permakultur. Ich glaube, der Bursche ist Schweizer oder Österreicher. Auch sehr interessant, auch sehr renommiert auch. Die Bücher habe ich selbst noch nicht gelesen, sollen sehr gut sein. Aber das hier ist eben ein Einstieg. Creating a Forest Garden, Working with Nature to Grow Edible Crops von Martin Crawford. Ich hoffe, das war ja möglichst interessant. Ein Frühlingsthema, Gartenbau, Landschaftsbau. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.